So, grüß euch alle daheim. Wir schicken liebe Grüße aus der Muhuru Bay aus Kenia. Und wir freuen uns, dass wir jetzt halt wieder unseren zweiten Abendimpuls inzwischen aufnehmen dürfen. Wir haben die Woche schon viel erlebt, viel machen dürfen. Wir haben eine Reihe an Projekten, die wir eigentlich verbessern wollten. Nummer eins ist eigentlich der Dorm, also der Schlafsaal von den Waisenkindern. Der ist momentan nämlich in einem furchtbaren Zustand, eigentlich unwürdig. Momentan schlafen alle 40 Waisenkinder in einem kleinen Zimmer, ohne Fenster, ohne gute Luft, mit 5 Matratzen und ohne Decken. Und das ist, wenn man das selber sieht, nun mal wirklich, das geht einem wirklich nahe. Und deswegen ist es unsere erste Priorität, dass wir das jetzt halt in die Hände nehmen, dass wir das verbessern. Wir haben schon obacht und jetzt hat, haben die meisten, also man teilen sich zwar immer über ihr Bett, jeder hat jetzt Matratzen und jeder hat ein Deck. Und nur dazu haben wir jetzt halt geschaut, dass ein kleiner Spülplatz für die Kinder gibt, weil es einfach Spülsachen, das haben die von vornherein schon gar nicht. Das muss man sich mal vorstellen, weil bei uns daheim hat jeder ein Haufen Spülzeug von klein auf schon. Genau. Und die Woche war anstrengend für uns, weil es nicht leicht ist, wenn man einfach nicht gleich alles die Ubacker kann. Da geht uns einfach leider jetzt bald die Zeit aus. Wir haben noch mal lang da, nur noch eine Woche genau. Das zweite ist allerdings das Geld. Mondo, iwiliweje, naduwa wachemi. Abino goyo, abino mwango weche, mpo mwe chuna. Abino mwango weche, mpo mwe chuna. Aneyo ni weche nadu uto, nekao. Kendo, abino wacho, mana adira. Roho mamnya sae. Emano uchuya kundu kundu ya adwaro wachuni abiro goyo abiro mwago weche mupo mchunya abiro mwago weche mupo mchunya angeyo ni wacho na weche na duto mekaro kendo abiro na wacho bana adiera roho mar nyasaye emamo uchweya ko kendo omiya ngima roho mar nyasaye emichweya kendo omiya ngima